Ja, anscheinend. Das ist doch mal ein schönes Bild wieder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fließbänder. Ich hätte gern eine Verbindung von da nach da. Und das hätte ich gerne endlos weitergezogen. Mauern. Die hätte ich gerne. 101 Mauernstücke. Nee, 151 Mauerstücke. Sehr gut. Hier kommt fast nichts. Wo bleiben die Fließbänder? Keine Steins. Oh. Okay, es wird nicht ohne mein Zutun einfach so weiterlaufen, weil du hast noch kein Half-Output-Dingens. Okay, mach da mal noch einen, so einen hin. Und das schön durchgängig läuft. Und da noch so ein Half-Output-Dinges hin. So, jetzt aber. Jetzt kommen sowohl die Fließbänder als auch die Ärmchen durchgehend an und werden durchgehend hier produziert zu grünen Tränken. Und die grünen Tränke werden runtergeleitet. Okay. Rote Tränke. Rote Tränke machen, was sie machen sollen. Ja. Kupfer fließt, alles gut. Okay, dann würde ich jetzt ganz gerne. Hatte ich da hinten schon dicht gemacht? Ich gucke da nochmal ganz kurz hin. Und wo wir schon mal da in der Ecke sind, würde ich dann auch ganz gerne das Muster schon mal in die Richtung weiter verbreitern. Dass wir, sobald wir dann mit dem Öl fertig sind, hahaha, das dauert bestimmt nochmal 10, 20 Folgen. Naja, so viel nicht. Aber ich denke, 10 Folgen wird es schon noch dauern, bis wir die Ölanlage wieder aufgebaut haben. Die war ja bisher in jeder Welt ein ziemlicher Akt. Mit diesen ganzen verwuselten Röhren und Schweröl, Leichtöl, Vorpuffern, Nachpuffern. Vorbereiten für später, für die effizientere Verarbeitungsmethode und so weiter und so weiter. Was wollte ich sagen? Genau, das, wenn wir zu den Lasertürmen kommen, dass wir sie auch schnell aufstellen können und das Stromnetz hier hinten schon angekommen ist. Auch wenn ich nicht wirklich gut gucken kann, ob ich das Netz gerade richtig aufbaue, was mich ein wenig stört. Wegen diesen Zweierabständen hier sind überall Bäume im Weg. Was machen die auch hier im Wald? Was erdreisten die sich? Also falsch. Gehst du wohl mal weg? Nicht Baum. Ich wollte Mast. Mast? Ich war schon wieder ein Baum. Da. Oh, Shotgun-Ding ist fertig. Ich glaube, ich nehme jetzt noch eine Sache, die nur rote braucht, damit die Grünen so ein bisschen puffern können auf dem Fließband. Und. Oh. Oder ich nehme etwas, was fast gar nichts kostet. Mach mal das. So. Wo machen wir hier zu? Da unten, ne? Ja. Ah, das ist richtig schön eng. So. So. Ja, wobei. Sind nur zwei Mauern. Mach mal das da und den Baum da weg. So, das ist doch schöner Korken. Also für die kleinen und mittleren Beißer dürfte es eine ganze Weile dauern, da durchzukommen und wir kriegen ja unsere Alarmmeldung. Dann können wir uns hier hinstellen und mit einer Pistole auf die schießen. Ich sollte vielleicht mal eine Waffe für mich bauen. Bau mal die Schrotflinte und ein bisschen Muni. Sonst ein wenig albern. Rüstung haben wir wenigstens schon mal die Eisenrüstung, aber naja. Pistole kommt weg, legt die einfach hier auf den Fußboden. Genau wie die Munition, die brauchen wir auch nicht. So, Schrotflinte. So. Jo, genau. Mehr Muni. Also, wenn hier irgendwas ankommt und die Mauern anbeißt, dann kriegen wir eine Warnung, können hier hinlaufen und können mit der Schrotflinte draufschießen. Nicht mit einer billigen Pistole. So, jetzt noch das Stromnetz nach hier erweitern, auch wenn wir nicht genug Masten haben. Ich sehe nichts. Weg, 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 weg. Da. Fünf Stück davon. Dich kurz unterbrechen. Ja, fünf werden reichen. Gib mir, gib mir, gib mir. Da. Und Forschung ist schon fertig. Advanced Metal Processing bringt die Electric Furnace demnächst. Ja, da bitte weiterforschen. So. Und dann können wir. Ist nicht gut. Ja, wir bauen die Türme dann einfach nicht direkt an den Pfosten, wie ich es gewöhnt bin, sondern einfach hier hin, dass sie darüber schießen können. Gut.
Also, wir haben Stromanschluss für unten, das ist wichtig und richtig und gut und toll. Unten. Unten, wo wahrscheinlich die meisten Angriffe kommen werden, da sollte ich die Mauer auch mal weiter bauen. Ah, das sieht gut aus hier. Achso, der da hinten hat noch gar keinen Arm, das ist nicht so schön. Hier, nimm mal. Und ich hätte eigentlich gerne noch mehr von denen. Zwar auf der anderen Seite. Hier. Mit Kleinärmchen. So, bist am Arbeiten, sehr gut. Mauern. Mauern, Mauern, Mauern. Das hätte ich gerne abgebaut. Später irgendwann. So. Vielleicht das Ganze von drinnen bauen. Auch wenn es nicht wirklich viel Sinn macht. Aber sicher ist sicher. So, Zweifachmauer im Südwesten. Nächstes Loch wäre hier unten. Das ist ein großes Loch. Ah, schön viel Eisenerz hier. Ja, stimmt eigentlich. Ich sollte eigentlich nicht so viel Eisen jetzt herstellen, sondern ich sollte eigentlich warten, bis ich mit der Lavaproduktion anfange. Damit kann man nämlich effektiver Eisenplatten herstellen. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. So, genau hier machen wir jetzt dicht. Wo ist das Monster? Da ist das Monster. Du bist jetzt ein Turm. So, 1, 2, frei. Da. So. Wieder ein Feld, das ich ganz gerne abbauen würde. Aber na gut. Und alle. Warum habe ich bis ganz da unten Strom gemacht? Ach so. Weil da gar keine Mauer hin sollte. Wir wollten die Ölfelder nämlich in der Basis drin haben. Das ist jetzt nicht so schön. Wobei, es wäre eine gute zweite Sicherheitsbarriere. Ja komm, ich lasse die da mal stehen. Turm 1, 2, da ist Mauer. Das heißt, hier kommt die eigentliche Ostmauer hin. Hier unten wollte ich dann irgendwo dicht machen. Auf eine recht komische Zickzack-Art und Weise. Damit wir die ganzen Felder in der Basis drin haben. Ja, gut. Wird eine Menge mehr Aufwand bedeuten. Eine Menge mehr Ressourcen. Und es wird länger dauern. Ich hoffe mal, die Beißer machen uns da keinen Strich durch die Rechnung. Aber es wird langfristig sehr praktisch sein. Und wir könnten kurzfristig theoretisch einfach hier auch eine Verteidigungsanlage hinbauen. Die dann später zwar nicht mehr genutzt wird. Weil wir dann ja die Verteidigungsanlage hier haben und die da unten. Aber falls der Feind mal durchbricht, hätten wir hier dann noch so einen kleinen Schutzwall. Weil das war auch so ein Punkt, den wir in den letzten Welten nicht wirklich bedacht haben. Wenn der Feind mal irgendwo konzentriert durchbricht mit den neuen großen Beißern, die wir noch gar nicht gesehen haben. Wir hatten bisher nur die roten gesehen von Dytek. Da sollen noch 3-4 Stufen danach kommen. Wenn die mal durch sind, was passiert, wenn die einfach denn weglaufen von den Mauern und nicht einmal reihum um die Mauern wegknabbern, sondern in die Basis reinlaufen? Da steht dann nirgendwo ein Laserturm, gar nichts. Die können in Seelenruhe alles zerlegen. Beziehungsweise sie laufen einfach dazwischen durch und ich zerlege alles, während ich versuche, sie zu treffen. Also ja, so ein Zwischending ist echt keine schlechte Idee. Auch wenn es jetzt nur durch einen Fehler von mir kam. Was da vielleicht helfen könnte, wären die Hunde. Ich weiß noch nicht genau, wie die funktionieren, aber ich stelle mir das so vor, dass wir jetzt Hunde züchten können. Über den Dytek Genetics Mod. Und die Hunde patrouillieren dann in der Basis. Das wäre sehr praktisch. Also drinnen. Falls noch was durchkommt. Was wollte ich jetzt? Grüne Tränke funktionieren, rote Tränke funktionieren. Jetzt sollten wir andere Sachen automatisieren, ne? Welche? Ist eine gute Frage. Grüne Chips für rote Chips? Wir können auch keine rote Chips. Könnten aus Sandsäcken bessere Beutel machen, aber Sand bekommen wir nur als Nebenprodukt für die Wasserreinigung. Und während der ganzen Wasserreinigung, wie viele Steine haben wir jetzt? Oh! Mehr als ich dachte. Okay, ich habe nichts gesagt. Wollen wir dann vielleicht euch umstellen auf Sand? Ich glaube ja. Stell dich mal um auf Sand-Nebenprodukt, bitte.
Da. Damit wir diese Sandsäcke herstellen können für bessere Mauern. So, Stein. Stein wird ein Problem werden. Also wir können die zwar alle nach und nach abbauen, aber trotzdem wird das irgendwann alle sein. Wir bräuchten theoretisch wirklich eine Anlage, die nur dafür da ist, Stein zu produzieren. Aber erst dann werde ich die hier wegmachen. Also zum einen, damit wir schnell an der Stein rankommen und ich nicht erstmal zig Folgen damit verbringen muss, eine Anlage zu bauen, die Stein produziert. Und zum anderen, damit sie nicht im Weg ist. Also ja, man kann Fabriken auch drüber bauen. Aber ich finde das ein bisschen komisch, wenn mitten in so einem Komplex da Steine auf dem Boden zu sehen sind. Also hätte ich gerne Drill. Wo packen wir dich mal hin? Warte mal. Ich brauche Fließbänder, die klaue ich mir hier. So. Für Fließbänder. Da. Wollen wir es auf die Hauptlinie damit draufsetzen? Die Hauptlinie führt momentan nirgendwo hin und wird auch nicht gepuffert. Vielleicht mache ich hier hinten mal einen Puffer, wo der Strommast im Weg ist. Super. Ja, hier. Nee, nicht da. Das ist doof. Haben wir noch irgendwo eine schöne Ecke? Ja, da ist der Puffer, aber... Geh mal runter. Runter, runter. Und setz dich dann unten daran. So. Dass du hier sowohl das da versorgst, als auch das da alles versorgst. Weil jetzt das meiste von dem Stein hier von dem Ärmchen weggefangen wird. Das ist okay. So, dann da hinten das nächste Feld. Da. Da. Ich brauche mehr davon. Viel mehr davon. Und ich brauche auch noch... Ja, so drei davon. Das heißt, da auf die Lava rauf, da drauf, da drauf. Hier können wir dann zwei Drills hinstellen. Und hier war irgendwo noch mehr Stein, richtig? Da unten. Das ist ein bisschen weit weg. Ja, das ist auch nicht wirklich im Weg. Aber ja, hier, die Drills müssen dahin. Und zwar so, dass alles abgebaut wird, das kriege ich nicht hin. Das heißt, ein Drill da, ein Drill da, auch wieder eine extra Wurst, so, und ein Drill unten. So, so wird alles abgebaut. Oh, du stehst falsch. Und ich habe den Verdacht, das Werkzeug, was ich da benutze, ist absoluter Müll. Ja, weg damit. Bau bitte, Händel, Iron Plate, Rod, Iron Plate, Head, yikes, Iron Plate. So, näher ran bitte, dass alles über ein Fließband läuft. Baum. So. Darauf staut sich jetzt schon. Dann machen wir einfach doch da nochmal ein Ärmchen hin. Da ein bisschen mithilft. Ja. Und ich mache hier oben jetzt einfach Kisten so hin. Ganz billige Kisten. Extra Stromversorgung bekommen. Damit alles an Stein, was nicht hier unten verbraucht wird, da oben dann eingelagert wird. Damit nach und nach das Ganze hier abgebaut wird und wir sie dann abbauen können, die Drills, und später die Fabriken drüber bauen. Gut, gut, gut. Also, ich muss schon sagen, ich bin zufrieden. Wir haben das Stromproblem wieder in den Griff bekommen. Wir werden es bald erweitern müssen auf MK2. Wir haben sehr, sehr viel Eisenerz. Wir haben sehr viele Eisenplatten. Wir haben unsere roten Tränke automatisiert. Wir haben die grünen. Was ist da los? Warum kommen keine Ärmchen? Weil wir dem Ding sein Eisen geklaut haben. Du nimmst dir bitte von da oben Eisen. Das ist jetzt schon der zweite Fehler, nachdem ich gesagt habe, dass es das eigentlich schon funktionieren sollte, ne? Nicht gut, nicht gut. Da. Das da hätte ich ganz gerne. Brauch das da. Dann erforscht das da.
Genau, wir haben die roten Tränke, die funktionieren. Wir haben jetzt die grünen Tränke, die jetzt auch hoffentlich wirklich funktionieren. Das wäre also auch schon automatisiert. Später kommt dann blau noch hier neben, weil die Ärmchen dann halt gleich die anderen Ärmchen befüttern können. Was ganz schick ist. Das heißt, in den nächsten Folgen werden wir hier die Linie weiterziehen und dann hier anfangen, die restlichen Fabriken zu bauen. Wobei ich jetzt momentan nicht wirklich wüsste, was wir sofort automatisieren müssen. Momentan hängt die Forschung eher ein bisschen hinterher. Fällt mir nicht ein. Also ja, wir können Untergrundbelts und so weiter auch noch machen, aber nee. Rohre vielleicht. Aber das könnten wir theoretisch in so einen Mini-Abschnitt hier reinmachen. Dass wir das kurz hier abzwacken und so weiter, weil das ja auch ein Gut ist, was man nur... Also es befüttert nichts. Das heißt, wir stellen hier eine Fabrik hin, da eine Kiste hin, beschränken die Kiste und das war's. Das war die Automatisierung von Rohren. Und vielleicht noch eine zweite, die dann die unterirdischen Rohre macht, dass wir die auch mal auf Vorrat haben. Ja, das wäre noch eine Idee. Und dann nächste Folge mehr von den Forschungsbobbeln. Obwohl, das bringt fast gar nichts. Es kommen nicht genug grüne Tränke an. Das ist nicht gut. Also nächste Folge noch eine Fabrik für noch mehr grüne Tränke. Wobei das Rausbringen von denen ein Problem werden könnte. Und eventuell sogar noch eine vierte Fabrik. Den Bobbel da wegmachen. Und hier einfach das Untergrundding ersetzen durch einen stinknormalen Inserter. Ja, also bis gleich.